Fotografie ist ein magischer Transformationsprozess. Die Kamera meine stete Begleiterin. In der Ausstellung sehen Sie Fotos, die über eine Reise reflektiert. Es zeigt Bilder und Stationen des fotografischen Ich. Angefangen hat es in Brasilien und ich habe die Bilder 30 Jahre später dazu benutzt, den Prozess der Digitalisierung zu beschreiben oder ins Bild zurück. Wenn man weiß, dass allein in Deutschland in der Sekunde 2000 Fotos gemacht werden, das ist eine Zahl, die man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber was man sich sehr gut vorstellen kann bei der Gelegenheit ist, dass das Medium Fotografie daraufhin gesehen ziemlich ausgelutscht ist. Und dieser Meinung bin ich auch. Für mich als bildenden Künstler ist der Fotoapparat ein Werkzeug. Also ganz ein normales Werkzeug, so als hätte ein Bleistift oder ein Pinsel oder etwas anderes im Hinblick auf bildende Kunst in der Hand. Meine Ausstellung ist dreigeteilt. Also ich habe hier folgt wieder der Begriff quantitativ größten Anteil an der Ausstellung. Meine Bilder sind nicht weiter mit Titel versehen oder mit einer Preisliste versehen. Man kann sie also weder kaufen noch sonst irgendwie erwerben. Und zu jedem dieser drei Blöcke hängt eine genaue Beschreibung an der Wand. Also man kann sich, was das Thematische dieser Ausstellung meinem Anteil nach anbelangt, noch vertiefen. Ja, phantasmagorische Szenerie. Phantasmagorie kommt aus dem Griechischen, heißt Trugbilder. Bei den Arbeiten habe ich Leute befragt über ihr Leben, über ihren Lieblingsgegenstand, ihre Lieblingslandschaft, ihr Lieblingsgemüse. Sie haben auch sehr viele andere Sachen über ihr Leben erzählt oder die Lieblingsfrucht. Und diese Elemente sind dann in das Bild hineingekommen. Sie wurden dementsprechend aufgestellt, ausgeschnitten auf Karton und dann dreidimensional in ein Mini-Fotostudio hineingestellt und dann mittels Lichtspots dementsprechend belichtet. Gemacht sind die Bilder in Chiarotypie, angerührt eins aus zwei verschiedenen chemischen Flüssigkeiten, die dann mit einem originalen Negativ 1:1 mit UV-Licht belichtet werden.